Und damit sind wir bei Folge Nummer 3 von Day of the Tentacle. Und wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir stehen neben George Washington hier, direkt neben uns. Und wir schauen mal, was wir noch erreichen können. Ach ja, ich wollte eigentlich bei diesem Mal gucken, ob wir in unserem Inventar... Ja, wir haben die Patentanmeldung noch im Inventar. Dann, bevor ich mit denen hier rede, machen wir Folgendes. Wir gehen nochmal runter in das Labor, denn das war ja eigentlich unsere Aufgabe. Wir sollten ja diese Patentanmeldung an den Wissenschaftler geben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Habe ich gar nicht bedacht in der letzten Folge. So, jetzt machen wir das Inventar auf. Wir benutzen die Patentanmeldung mit Red Edison. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Öl, Essig und Gold. Linkshänderhammer. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ja, ja. Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Sehr gut. Essig, Öl und noch irgendwas. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Ah, okay, ich muss mich beeilen wahrscheinlich. Weil die jetzt das nächste, was sie findet, einfach 1:1 übernehmen will. So, ich muss aber hier vor, das war Washington, das war die Näherin, hier muss ich rein, das Kunstzimmer, nein, das ist auch nicht, ist noch eins höher. Okay. Hier rein, ja, gegenüber vom Pferd, genau. Und jetzt muss ich hier hingehen, benutze Holzhammer mit Holzhammer, mit Linkshänderhammer, mit Rechtshänderhammer. Und zack. Oh nein! Ich hab's verlernt! Er trifft nicht mehr! Sehr, sehr gut! Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein? Kunst so grausam? Ich bin ein Versager! Upsi. Sag das nicht nett! Ah, Vater jetzt hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Oh, den hab ich auch immer hier so drin, den Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Okay. Ich glaube, das könnte etwas werden. Okay, der hat... Was ist das jetzt noch für ein Baum? Der hat sich die Figur gerade verändert. Ich habe die Zukunft geändert, weil es eine Figur geworden ist, die jetzt das Schwert in der rechten Hand hält. Ah, wie abgefahren. Der legt den Hammer aber nicht mehr hin. Die Jungs würden sich wohl aufregen. Ich will nicht. Ob da wohl was zu essen drinne ist? Warte, jetzt kann ich ja mit dem reden. Das konnte ich ja vorhin nicht. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Okay, da kommt nichts mehr rum. Wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Okay, na gut, das habe ich erreicht. Ich habe rote Farbe. Wir gehen nochmal... Nein. Wir gehen nochmal nach oben. Was gab es hier nochmal alles? Keine Ahnung. Die Betten. Kann ich irgendwie das Bett ziehen? Wohin damit? Schieben. Wohin damit? Kann ich das Bett ziehen? Wohin damit? Schieben. Wohin damit? Okay, das geht alles nicht. Wohin damit? Dann gehen wir nochmal aus dem Fenster.
Ich habe nichts im Inventar, glaube ich, was wir hier irgendwie vernünftig nutzen können. Brief. Der Brief. Benutze. Rote Farbe. Nö, ich mag es, wie es ist. Okay. Gehen wir durch den Kamin wieder nach unten und reden mal mit den anderen Herrschaften. Oder wir gehen nochmal ganz schnell dahinter durch die Tür. Öl, das müssen wir einstecken, das brauchen wir für den Professor. Sehr gut. Da ist eine Wasserpumpe. Das kann ich nicht machen. Nutzen. Ich will nicht. Ziehen. Ich will nicht. Okay, das bringt alles nichts. Spaghetti. Ja, den nehmen wir auch mal, schadet nicht. Ich kann es nicht bewegen. Ich kann es nicht öffnen. Okay, hier haben wir noch eine Tür. Hier gibt's aber irgendwie gar nichts. Doch, hier Schrank öffnen. Eine Bürste. Boah, nehmen wir mal eine Bürste mit. Keine Ahnung wofür, aber wir nehmen mal eine Bürste mit. Ist schon auf. Ist schon auf. Dann nehmen wir uns den Eimer. Wir den Eimer mit dem Wasserhahn hier benutzen. Eimer mit Wasserpumpe. Ah. Blub. Ja, lässig hier mit der Hüfte den Wasserhahn angeschoben. Jetzt haben wir einen Eimer voll Wasser. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder hier raus. Ich wüsste nicht, was wir sonst hier tun sollen. Was hat denn hier der Mr. Hancock zu sagen? Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Entwickeln wird mir noch kälter. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Schon mal Entkoffinierten versucht? Ich spreche von Entkoffiniertem. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Sehr gut, sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, es war genau so damals. Die Gründerväter von Amerika, die haben zusammengesessen, Blackout, einer hat gefroren, der andere schon am Fenster, hat sich selbst bewundert. Die haben alle schon verkörpert, was Trump heute macht, ja? Trump ist frostig, wenn er an die Wahl denkt. Trump bewundert sich selbst für seine Großartigkeit und doch. Wie wäre es mit gratis Butterbroten für Rodis? Nein, es gibt da nichts wie. Spar es dir, den Satz kenne ich schon. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Okay, Vorschlagsbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Was ist denn mit... Was stand auf dem Brief nochmal drauf? Sie sind brillant. Was für ein Design... Kommen Sie sofort nach Baltimore. Vielleicht kann ich damit irgendwie einen aus dem Raum locken. Nutze Brief mit. Ich will nicht. Okay, doch nicht. Vielleicht kann ich das dem Washington geben, damit er verschwindet. Ich will nicht. Dann
sprechen wir mal kurz mit Jefferson noch. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Wir brauchen Essig und wir haben eine Flasche Wein. Wer es weiß, aus Weißwein wird Essig, wenn er zu lange lagert. Und wir haben jemanden in der Zukunft, der den Essig wiederholen kann. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Die Hochschul-Halstuchmannschaft. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Teil über den Klerus. In der Tat, die Verstrickung des Klerus. Ja, aber da ist noch eine Sache. Ja? Wer ist Klerus? Vergiss es. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Hat einer von euch schon mal versucht, ein Buch zu schreiben? Ja, man schreibt ein Buch, man schreibt so den Disclaimer, keine Ahnung, so diesen Einstieg und stellt sich die Mega-Geschichte vor und dann will man anfangen zu schreiben und dann so nach 20 Sätzen hört es dann einfach auf und das Buch wird nie weitergeschrieben. So läuft das immer. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Der Holzblock ist für die Nachwelt. Das ist natürlich wichtig. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später dann. Was? Was passiert später? So, ich möchte jetzt gerne die Weinflasche in die Zeitkapsel bringen. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Perfekt. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Perfekt. So. Zum Labor runter und geben dem mal das Öl, das wir schon gefunden haben. Ich brauche den Kittel, ich muss daraus ein Flaggenmuster machen oder so. Warte, zack. Nimm das Öl mit Red Edison. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Hey! Was gibt's diesmal? Was brauche ich noch? Was brauchst du noch für die Batterie? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. An ich Essig brauche immer noch hier? Essig und Gold. Die Pferdezähne sind aus Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Die Pferdezähne sind aus Gold. Aber wie lenken wir das Pferd ab? Damit wir an die Goldzähne kommen. Und wie um alles in der Welt? Warte mal, ich muss noch mal hier die Putzfrau rufen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. So, jetzt gehe ich hier raus. Jetzt mache ich die Tür zu. Und jetzt versuche ich mal, die Seife zu klauen. Aha, geh da weg. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Irgendwas muss ich anstellen, damit sie nicht schnell fertig ist. Sie betont so, dass sie schnell fertig war. Was habe ich denn dabei? Was kann ich denn nutzen, um das dreckig zu machen hier? Spaghetti. Spaghetti mit George. Ich will nicht. Nee, das geht nicht. Kann ich hier mit der Farbe irgendwie... Nö, ich mag es, wie es ist. Okay, das geht alles nicht. Wasser, kann ich den hier auskippen?
Ich will nicht. Nee, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Der Flaggenentwurf. Wie kriege ich denn... Ich brauche die Goldzähne und ich brauche einen Flaggenentwurf. Können wir... Ich will nicht. Das will er nicht. Können wir das Pferd bürsten? Ich will nicht. Spaghetti. Ich will nicht. Alles nicht. Katze. Für die Katze haben wir auch nichts, oder? Spaghetti mit Katze. Ich will nicht. Räudiger, verlauster, verfressener Mäusemampfer. Katze verjagen mit Wasser? Ich will nicht. Warum? Verzwickt. Ich habe gerade keine konkrete Idee. Aber ich könnte mal auf zwei... So, sobald Togi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe. Wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter! Weiter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Der Doktor trinkt Tee. Vielleicht finden wir hier eine Flagge oder sowas, die wir in die Vergangenheit schicken können. Deine Vergangenheit auch eine Tür an der Stelle? Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Ha, Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Diese Leute möchte ich nicht in meiner Tasche tragen. Tippex ist gut. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Ich habe jetzt keine Zeit für Unterhaltung. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Das will ich nicht. Der Safe ist geschlossen. Ich kenne die Kombination nicht. Ist mir egal. Ich kenne die Kombination nicht. Okay. Ich weiß nicht, Barbuch anschauen. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Textbuch. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Okay. Warte, was ist das für ein Zettel? Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. George war schlau. Das ist unterschrieben, hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so, hallo von Mami. Ronny 83. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht ist es gesichert. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's. Au. Oh, der hat ihn ausgelacht. Ich hasse diesen Clown. Ja, verstehe ich. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress.
Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Dante Alighieri? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charlie Parker. Möchtest du eine Zigarre? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Scherzartikel. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Okay. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Okay. Kann ich irgendwas machen? Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Okay, jetzt kann ich wieder. Gut. Springender kleiner Dussel. Was ist mit den Zähnen los? Ich kann die nicht nehmen. Ah, ich kann die... verjagen in das Gitter hinten rein. Ah, weg mit euch, weg mit euch. Was ist das? Unförmiges Wesen? Das ist ein unförmiges Wesen. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Ah Mann, ich will nicht rausgehen. Ich will diese Zähne aus der Ecke jagen. Klapperzähne. 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 Ich krieg's nicht. Besser nicht. Springender kleiner Dussel. Es geht nicht. Okay, okay, da kriegen wir irgendwie das her. Gabel, Mikrowelle. Okay, wir sind in der Küche. Ich würde sagen, wir machen hier einen Stopp für Folge 3 von Day of the Tentacle. Wir haben einiges erreicht. Wir haben die Pläne der Batterien der Vergangenheit bei dem Professor abgegeben. Wir haben ihm schon Öl beschafft. Wir haben den Wein in die Zeitkapsel gemacht, um daraus Essig in der Zukunft werden zu lassen, was uns von unserer Kollegin aus 200 Jahren Zukunft zurückschicken wird in die Gegenwart. Dann haben wir Essig, beziehungsweise nein, den schicken wir wieder zurück in die Vergangenheit, um den Essig zu haben, um die Batterie zu bauen. Wir suchen aber noch nach dem Weg, die Fahne zu bauen, die gestrickt werden soll. Wir suchen nach einem Weg, die Goldzähne zu bekommen, damit wir die Batterie bauen können. Und im Moment habe ich noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber bleibt dran, ich bin gespannt, wie es läuft. Bis dann, euer Rouge83. Ciao.